Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WWE 2K18 Universe Modus. Yo, es geht mal wieder weiter. Gibt eigentlich gar nichts heute, was ich mit euch bequatschen könnte, weil eigentlich organisatorisch keine Sachen irgendwie, die ich erwähnen müsste. Ich könnte höchstens mal sagen, ja, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder so, was ich noch einbringen könnte, worauf ihr so Bock habt, was ihr vielleicht so ändern würdet, das könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare reinschreiben, aber jetzt nicht sowas reinschreiben wie, ja, Evo, mach mal Livestream und so, oder hey, Evo, mach mir mal ein Match, ein 1 gegen 1 Match, also, sowas, nicht nur irgendwie, wenn ihr Ideen habt, was mir noch allgemein am Modus vielleicht verbessern könnte, was ich an den Videos anders machen könnte, sowas eben. Na gut, das dazu, dann legen wir einfach mal los, schauen wir, was bei Raw passiert. So, da haben wir Ace Winchester in einer Promo. Und er wird von Jack White unterbrochen. Und Jack White gewinnt die Promo, so wie es aussieht. Dann haben wir Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler in einem ersten Match. Ach, das stimmt, das war ja hier. Die haben ja Feindschaft jetzt miteinander. Muss man erstmal hier raffen. Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler. Das gewinnt Dean Ambrose. Feindschaft? Ja, nein, vielleicht. Nein. Dann Dash Wilder und Scott Dawson Revival gegen Titus Worldwide. Das gewinnt Titus Worldwide. Neue Feindschaft ist da. Dann hätten wir Sonya Deville gegen Naomi. Das gewinnt Naomi. Asuka gegen Dana Brooke. Das gewinnt Asuka. Ryan und Heath Slater gegen die Hardy Boys. Da holen die Hardy Boys auch mal wieder einen Sieg. Wollen wir wieder Zeit. Die haben verloren in letzter Zeit. Eine 6-Mann Battle Royale. Iceman, Z-Nex, Niklas, die ASA zu Aaron Tyler und Elias. Alles klar. Und das Match gewinnt der Z-Nex, der charismatische Mann mit der weißen Maske und dem beigen Overall. Und im Main Event haben wir Seth Rollins gegen Brock Lesnar. Wer gewinnt das Ganze? Es ist Brock Lesnar. Brock Lesnar holt sich mal wieder einen Sieg und ist damit World Championship Ranking auf die 5 geklettert. Keine Ahnung, wo er vorher war, aber auf jeden Fall hat er Seth Rollins besiegt. Und dann gucken wir mal in die News rein. Was haben wir denn hier? Brock Lesnar hat Seth Rollins vor dem Match angegriffen. Beim Versuch, ihre alten Feinde in ein Titelmatch zu treiben, griffen Cesaro und Sheamus die amtierenden Champions Jeff Hardy und Matt Hardy an. Die Champions werden sicherlich darauf reagieren und sich bei ihren einzigen Rivalen revanchieren. Championship Ranking. Braun Strowman, der ist, keine Ahnung, wahrscheinlich am Jagen. Ich glaube, Braun Strowman jagt. Ich folge ihn auf Instagram, der ist immer sehr, sehr viel Fotos am Posten, wie er am Jagen ist. Ja, Brock Lesnar auf jeden Fall hochgeklettert. Samoa Joe sieht man auch nicht mehr. Der ist irgendwie, keine Ahnung, in der Versenkung verschwunden. Ambrose Elias. Ja, hat irgendeine. Ah, Z-Nex hat davon profitiert, von dem Sieg. Ist jetzt auf die 11 geklettert. Ace Winchester nur auf der 12. Dann haben wir hier, ja, Ronda Rousey. Die ist einfach mal hier wirklich komplett im Urlaub. Wahrscheinlich mit Braun Strowman verreist. Die Hardy Boys. Die Infiltrators sind geklettert. Also, die Infiltrators scheint es als Tag Team auf jeden Fall noch zu geben. Wenn ich das jetzt so richtig sehe. Weil da stand ja irgendwie mal zur Debatte oder irgendwie in den letzten Tagen immer in den News von wegen, ja, dass sie sich nicht mehr verstehen. Aber ist doch schön. Die sind auf jeden Fall wohl noch da. Dann gehen wir mal zu SmackDown und schauen mal, was hier passiert. Vor allen Dingen, wer heute der Mann wird mit der Open Challenge. Legen wir mal los. Alles klar, wir werden direkt mal hier eine Sequenz reingehauen mit Shane McMahon. Und da bin ich! Shane McMahon, keine Entschuldigung, jetzt müssen wir natürlich noch, was die da labern, wäre natürlich jetzt schön, wenn man das wüsste. Der reicht mir auf jeden Fall die Hand. Und er schlägt ein, alles klar. Tja, Leute, und da haben wir mal schön Backstage Shane McMahon getroffen, der uns aufgesucht hat. Was mir jetzt irgendwie gerade so einfällt, dass das vielleicht mit der gestrigen Folge zu tun hat, weil ich mit Austin the Sheriff, keine Ahnung, weil ich ihm vielleicht so einen respektvollen Umgang, oder wie heißt das, so eine respektvolle Geste entgegenkommen lassen habe, dass ich ihm einfach die Hand geschüttelt habe nach dem Match, obwohl er verletzt war. Also das ist vielleicht noch sowas, was mir einfällt. Ansonsten keine Ahnung. Ist halt blöd. In der Karriere ist ja, wenn diese Backstage-Sequenzen kommen, dann steht hier unten irgendwie immer so ein Text, worüber die gelabert haben, wenn ich das nur richtig in Erinnerung habe. Aber hier ist hier gar nichts. Das ist einfach nur, hier, du siehst was und das war's. So, auf jeden Fall im Opener. Hier, oh, da sind sie. Torben Collard und Laporte gegen The Club. Wie geht's denn aus? Ja, erwartungsgemäß holen The Club da den Sieg. Da sind Torben Collard und Laporte nur anscheinend irgendwie Fischfutter. Mojo Rawley gegen Zack Ryder. Eine alte Rivalität, die wieder aufkommt. Fragezeichen. Zack Ryder gewinnt auf jeden Fall. Ja, Tatsache. Direkt mal wieder miteinander verfeindet. Der ist sogar auf Platz 6 geklettert hier, Zack Ryder, aber noch im Sieg. Was haben wir noch? Jinder Mahal gegen Big Cass. Interessant.
Big Cass gewinnt zum Glück. Daniel Reel, Francisco Maleska, Leon Robinson und Mr. Mixer in einem Fatal Four-Way Match. Es gewinnt Francisco Maleska, der Master of Truth and Consequences. Dann haben wir Hergi gegen Valenti, wie eigentlich jede Folge, die zwar in einem Match und Valenti holt auch mal wieder einen Sieg. War wohl sehr, sehr wichtig für ihn, nachdem er schon eine Niederlagenserie hatte und Hergi dann doch da am Auftrumpfen war. Aber ich glaube, jetzt sind die so einigermaßen wieder von den Attributen her gleich, weil wir immer die Statuseffekte sehen. Hergi hat da zwar noch die Rakete, Valenti hat den Fall nach oben, aber es wird doch John Cena gegen James. Wer haben wir denn hier? John Cena. Kann mir vorstellen, dass Shinsuke Nakamura hier eingegriffen hat. Aber hatten trotzdem. Ja, und hier dann meine Open Challenge geht am heutigen Tag an BDG. Und damit legen wir das Match mal los. Und hoffen natürlich, dass es heute kein Squash-Match gibt. So. Ja, mein Entrance können wir uns natürlich wieder schenken. Das können wir direkt mal skippen. Weil im kleinen Moment warten wir noch vielleicht für das Vorschaubild. Da weiß ich mir noch nicht, was wir sonst dann nehmen könnten. Weil ich will ja das immer absichtlich. Ich will ja nicht immer direkt im Vorschaubild verraten, wer der Gegner wird. Soll ja ein bisschen Spannung noch dabei sein. Hallo! Ja, genau. So, weiter geht's. BDG, da sind wir gespannt. Oh, da kommt Feuerwerk. Da kommt Feuer. Da ist er. Aus Berlin. BDG aus Berlin. Werden die natürlich nicht attackieren. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wirklich Shane McMahon deswegen da war, weil wir so ein toller Mensch sind hier in diesem Modus. Die Jacke ist cool. Von dem, das ist glaube ich die Revival-Jacke, oder? Sehen wir gleich, wenn er sich umdreht. Und der hat die einfach wirklich schon schwarz gefärbt. Das kann natürlich auch sein. Ah, nee, das ist die Finn Balor-Jacke, alles klar. Jetzt haben wir es entdeckt. Ja, BDG, herzlich willkommen. Ich wünsche dir natürlich ganz viel Glück, dass es bei dir nicht so krass wird wie gestern bei Austin the Sheriff. Das war gerade mein Hund. Auch schöne Grüße von ihm gehen raus. Ja, da lässt er sich noch feiern. Und ja, dann soll es jetzt vielleicht mal losgehen. Hier. Warum soll ich ihn denn angreifen? Warum? Ich habe keinen Grund dazu. Wir sind hier faire Menschen. Oh, ich merke mal voll, ey, ich werde so müde gerade. Augen fallen zu, also hiernach nehme ich nichts mehr auf heute. So, BDG, dann schauen wir mal. Oh, da ist die erste Faust. Es ist schon wieder ein Squash-Match, Alter. Das ist doch zum Kotzen. Na gut, wobei, so können wir vielleicht ermitteln, wer der Erste ist, der kein Squash-Match gegen mich hat. Was ist denn jetzt hier? Das ist natürlich auch ein interessanter Side-Fact dann. Wer der Erste ist, der kein Squash-Match gegen mich hat. Können wir sagen, dass der es dann vielleicht verdient hat. Ja, komm, wir sind jetzt hier mal ein bisschen auf dem Pfad der Zerstörung. Oh, da ist der Reversal. Oh, der Ringrichter ist K.O. So richtig nach Squash-Match sieht das aber aktuell nicht aus. Er checkt mir oder springt mir einfach mal in den Rücken rein. Ja, Junge, wenn du dich nicht feiern lassen würdest, dann hättest du jetzt wahrscheinlich schon gute Chancen, dir vielleicht doch noch was zu reißen. Also, das ist doch kein Squash-Match. So, jetzt vielleicht. Na gut, doch, der Körperzustand ist halt sehr schnell angegriffen von ihm. Dann nutzen wir mal und zeigen mal hier so einen Move nach draußen. Ach komm, ey. Das ist doch kein Squash mehr. Das ist hier WWE 2K18. Kann ich nicht mal was machen. Also er hat jetzt noch Chancen, sich zurückzukämpfen. Weil ich kein Reversal habe. Jetzt habe ich einen. So, my friend. Oh, das war ein Fehler. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Tja. Doof, ne? Jetzt kann ich nichts machen. Also BDG ist auf jeden Fall schon krass. Muss man wirklich sagen. Im Squash-Match so abzugehen, ist schon heftig. So, halt noch meilenweit davon entfernt, ein Signature zu bekommen. Macht er den jetzt hier? Ja, er wirft mich erstmal raus. Wahrscheinlich das Schlauste, was er tun kann. Oh, da haben wir, ich will ihn aber auch nicht hier draußen. Ich will ja respektvoll sein hier zu den Zuschauern. Deswegen möchte ich ihn nicht durch den Tisch oder so smashen. Dann jetzt mal ein Big Splash. Von der Ringkante.
Ach komm, ey. Wird wahnsinnig. Also der ist wirklich eine Reversal-Maschine. Guckt euch das an, Mann. Das kann doch nicht sein. Also Respekt, Squash-Match und so abzugehen, das ist schon nicht schlecht. So, jetzt habe ich zumindest ein Signature. Aber, ah Mann, ich habe halt kein Reversal. Er hat jetzt ein Signature. Das gibt's ja gar nicht. Wie krass ist das bitte? Ich baue jetzt den Signature. Den Reversal. Nein, Mann, da hat er sein Signature durchgebracht. Das ist echt übel. Alles klar. Er bringt wirklich seinen Finisher durch. Das ist schon peinlich, was ich hier gerade mache, oder? Ich muss ernsthaft den Widerstand benutzen. Holy shit, Mann. Was ist das bitte für ein Squash-Match? Das ist doch Verarsche. Das Einzige, was halt ist, ist ja sein Körperzustand, aber sonst. Also BDG ist echt heftig. Also der kommt definitiv mal in die enge Auswahl. Ich kann nichts machen. Der macht mich hier fertig, Mann. Der macht mich fertig. Grafikglitch ist da. Na gut, da sind wir jetzt easy rausgekommen. Aber Hauptsache eben... Oh Mann, ey. Hauptsache eben ein Dings verbraucht. Ein Widerstand. Und jetzt komme ich da so raus. Mann, zu früh, ey. Also das ist für mich kein Squash-Match. Na klar, Mann. Er reverselt einfach mal. Er reverselt. Hä, was ist denn jetzt? Er ist K.O. oder was? Oh, komm. Jetzt müssen wir uns mal rausrollen hier. Hast du aber Glück gehabt. Das habe ich echt nicht so erwartet, muss ich sagen. Wo ich da gesehen habe, dass das hier ein Squash-Match wird, habe ich echt nicht gedacht. Der ist jetzt automatisch hingegangen. Ich wollte eigentlich ins Ringseil gehen, aber passt schon. Oh, jetzt aber, jetzt sitzt er. Der hat auch 100 Pro auch noch einen Widerstand. Oh, meiner ist voll K.O., ey. Guckt euch das mal an. Das ist ja erbärmlich. War hier echt unterschätzt, aber ich glaube mal, das geht nicht nur mir so. Alles klar, natürlich. Der Reversal ist da. BDG. Oh, Alter. Der war so wichtig, Mann. Holy fucking shit, Mann. Ich glaube, das hätte echt das Matchende sein können, wenn der durch gewesen wäre. So, probieren wir es jetzt, ob das die Entscheidung ist. Ja. Aber krass, ey. Respekt für deinen Charakter, BDG. Das hätte ich jetzt wirklich so nicht erwartet. Ich denke, das hätte keiner erwartet. Das war auch wirklich nicht gespielt. Ich hatte wirklich die Probleme. Ben Göskin. Also wenn du bei Fortnite auch so abgehst, wenn wir dann zusammen spielen, dann können wir immer zusammen zocken. Ja, hier auf jeden Fall der Sieg. Deswegen, das war bestimmt, weil hier der Ben Göskin, der hat mich schon so oft gefragt, also zu dem BDG gehört, ob er mitzocken kann. Und immer dann, wenn wir Fortnite gespielt haben, er wollte mitspielen, dann waren wir immer schon zu viert. Und deswegen, das war jetzt bestimmt so der Frust quasi von seinem Charakter. So, unterbrechen werden wir das Ganze natürlich nicht. Lassen das so. Was ist hier los? Stolz? Beharrlich und kühn. Warum kommen denn hier immer so jetzt neuerdings so komische Anzeigen? Oh, er ist auch verletzt. Ich verletze die ganzen neuen Leute. Es tut mir leid. Wahrscheinlich deswegen kam das auch, weil wegen der Verletzung. Das ist der einzige Grund. Ja, Smackdown rum. Gucken wir mal in die News rein. Schauen wir mal. Ja, BDG hat bei seinem Match eine leichte Verletzung erlitten. Die Ärzte haben aber bestätigt, dass er weitermachen kann.
James Nakamura stieg zu John Cena in den Ring, worauf ein angespannter Stare-Down zwischen den beiden Rivalen erfolgte. Championship Rankings. Ja, John Cena, die neue Nummer 1. Aber wie gesagt, BDG schon krass in der engeren Auswahl, also Hammerleistung. Ja, hier mal wieder euer Ranking. Big Cass ist geklettert. Aber ist ja eh nur vorläufig. Es kommt ja eh noch Saturday Night's Main Event, dann ist das sowieso wieder anders. Hier noch. Ist so, ey, Shelton Benjamin und Chad Gable, ey, weg mit denen. Über die Bludgeon Brothers, die hatten auch schon lange keinen Auftritt mehr. Gehen wir mal zu NXT, gucken, was da passiert. Ob es auch so packend wird heute. So, die AOP gegen Sanity. Erst gewinnt tatsächlich Sanity, die im Ranking nur auf der 3 sind. Dann Shane Thorne und Nick Miller gegen unsere zwei Mexikaner. Und es gewinnen TM61, No Way Jose gegen Rick Dean. Rick Dean gewinnt dann der Warlock, Alexander Wolf und Leon the Kid. Erst gewinnt Leon the Kid, Andy Russ gegen Cassius Ohno. Erst gewinnt Andy Russ, Nils gegen den Roy Kingsley. Es gewinnt der Nils Trance gegen Wonder Kid im Main Event und der Trance holt den Sieg, der momentan den Push hat. Push dich weiter, Junge. Gucken, was in den News drin steht. Trance besiegte Wonder Kid und bot nach dem Match einen Händedruck an, den der geschlagene Superstar aus Frustration verweigerte. Razor und Aiken reagierten mit einem eigenen Angriff gegen Killian Dane und Eric Young, um mit ihren Rivalen gleichzuziehen und Chancengleichheit für ihr kommendes Championship-Match zu schaffen. Dann gucken wir mal hier rein. Die Top 10 natürlich wieder vom NXT Championship Ranking. Samoan Alpha. Also hier können wir schon langsam wieder die Tendenzen erkennen. Also muss ich dran denken, dass ich morgen nicht die Rankings zeige. Damit es ja wieder eine Überraschung ist, wer bei TakeOver gegeneinander ran muss. Aber wahrscheinlich habe ich sowieso dann vergessen, wenn ich das Beispiel beim nächsten Mal wieder aufnehme. So, hier die... Achso, sind nur 5 Teams. Die Tag Teams. Und dann gehen wir zu Main Event. Gucken, was da so passiert. Boah, meine Stimme geht so hart weg. Das ist Wahnsinn. Was haben wir denn schönes? Jones Montana, Marvin Walker und Rick Dean. Es gewinnt Rick Dean. Cassius Ohno gegen Leon the Kid. Das gewinnt Cassius Ohno. Jordan gegen den Warlock. Das gewinnt der Warlock. Dann Banks Boss und Wild Harlequin gegen Ace the Viking und IT. Da ist der erste Sieg für die zwei. Ace the Viking, die two different guys. Dann Mark Barrett gegen Marco Orton. Es gewinnt Marco Orton. El Halil und Valentino gegen Wonder Kid und Zack. Es gewinnt Wonder Kid und Zack. Dave Vedder und Trance im Main Event. Es gewinnt Dave Vedder. So, und damit kommen wir zur Co-Talent Show. Schauen wir mal. Ja, News brauchen wir gar nicht gucken, stimmt. Das ist ja hier überflüssig. Schauen wir mal, was bei TXN passiert. Was haben wir denn? Harrison Adjaye gegen Aleister Black. Es gewinnt Harrison Adjaye. Nikki Cross hält eine Promo und wird von Billy Kay unterbrochen. Dann haben wir Tommaso Ciampa und Jones Montana. Der Mann, der irgendwie jetzt hier für die Tag-Team-Szene verantwortlich ist. Gegen Dave Vedder und Mark Barrett. Es gewinnt Dave Vedder und Mark Barrett natürlich. Dann Isabella Ramirez. Peyton Royce und Ember Moon. Es gewinnt Isabella Ramirez. Hört diesen Namen an. Isabella. So gehört das. Leon gegen Aaron Andrew. Leon gewinnt. Boah, meine Stimme, ey. Das ist so hart. Sorry, wenn ich mich heute ein bisschen komisch anhöre. Aber wie gesagt, bei dem Wetter kein Wunder. Marvin Walker gegen Jordan. Es gewinnt Marvin Walker und Marco Orton gegen The Boy im Main Event. Es gewinnt der Boy. The Boy has won this fight. Has won war, glaube ich, eher grammatikalisch richtig. Na gut, gucken wir mal in die News rein. Was hier passiert ist, Nikki Cross hat die NXT... Hä, warum passiert hier denn nichts mehr in den News bei TXN? Was ist das für eine langweilige Sendung geworden? Hier, aber wenn auch schon der... Das ist schon echt so richtig Smackdown. Der Hauptchampion muss in Tag-Team-Matches ran. So läuft das hier. Diego Rodriguez ist auch im Urlaub oder was? Keine Ahnung. Wie sieht's hier aus? Heute zeigen wir es nochmal, damit ihr schon mal eine kleine Tendenz eventuell bekommt, wer in den Matches drinsteckt. Dann hier nochmal die Frauen. Isabella. Und damit gehen wir zu Saturday Night's Main Event und gucken mal, was wir da noch so an Spannung zu sehen bekommen. So, Nils gegen den Iceman. Erst gewinnt der Nils, dann Zenex gegen BDG. BDG gewinnt. Trotz der Verletzung holt BDG den Sieg. Dann James gegen David Cole. Das gewinnt David Cole. Und dann 8-Mann Battle Royale. Leon Robinson, Tommy, Jack White, Aaron Tyler, Austin the Sheriff, Atsu, Niklas Jace und Daniel
Real. Und das gewinnt Daniel Real. Dann Herginator, Francisco Valesca und Mr. Mixer Roy. Da könnt irgendwie so, weil das ist ja alles, glaube ich, das US-Championship-Ranking. Eventuell ist da irgendwas hier so im Busche. Wegen Hauptherausforderer. Auf jeden Fall Hergi gewinnt das Match. Gut. Das dazu. Valenti gegen den Ace Winchester. Valenti gegen Flo. Das Discord-Duell. Es gewinnt Valenti. Marco und Green Dragon gegen Kevin Miller und Michael Lehnerer. Die zwei einzigen erstellten Tag-Teams. Nein, stimmt gar nicht. Wir haben ja noch bei SmackDown haben wir noch eins. Torben Kollert und Laporte. So, auf jeden Fall. Truth and Consequences setzen sich hier durch. Ja, und dann gehen wir zum Hauptmenü. Jo, dann gehen wir zum Hauptmenü, weil hier ist ja sowieso nichts los. Wie immer natürlich. Gucken wir nochmal ins Ranking rein, in die Powerbewertung. Nikki Cross. Isabella, guckt es euch an, was ein Aufstieg. So gehört das. Hergi war auf der 3, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Bin mal gespannt. Wo Valenti auf der 30? Der wird alles tun, was nötig ist, um den United States Championship zu behalten. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Was haben wir denn noch hier so? Wo ist denn hier der gammelige Evo 2K? Da ist er auf Platz 63. Er wird aber auch alles tun, um den WWE Championship zu behalten. Krasser Typ. Muss man wirklich schon sagen. Übrigens, falls jetzt gerade noch jemand zuguckt, aber beim Power Ranking sind ja immer sehr, sehr viele Kommentare da. Ich habe es auf Discord schon geschrieben. Und zwar, Valenti hat ja den Money in the Bank Koffer. Wenn Valenti gewinnt, dann... Nee, sage ich euch nicht. Wer ist bei Discord? Ja, doch, komm, ich sag's euch. Ich habe gesagt, wenn Valenti gewinnt, wird Evo 2K seine Karriere beenden, an den Nagel hängen und eventuell... Das heißt eventuell, er wird durch einen anderen Charakter ersetzt, den ich dann natürlich erstellen werde, aber da muss man mal konsequent sein. Weil ich glaube so, Valenti als Doppelchampion, da muss Evo 2K dann abtreten. Das geht dann nicht. Er hat ja eh schon alles erreicht, Evo 2K. Das ist einfach so meine Ansage. Damit es jetzt auch die YouTube-Zuschauer wissen, die nicht auf Discord vertreten sind. Ja, auf jeden Fall, liebe Leute, meine Freunde, das war's mal wieder. Wir haben ein Statement hier immer verabschiedet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was euer Wunsch wäre, ob ich die Karriere fortsetzen soll. Ich kann euch ja entscheiden lassen, oder ja, entscheiden lassen, ob ich sie fortsetzen soll. Oder ob ich jemand Neues erstellen soll, wenn ich das Match verlieren soll. Das wäre natürlich jetzt sehr gemein, wenn da überall steht, nee, Evo, wir wollen neuen Charakter. Das wäre für mich so quasi das Urteil, dass ihr meinen Charakter scheiße findet. Also eigentlich... ja, ich lasse mich mal überraschen auf jeden Fall. Was ihr dazu zu sagen habt, wenn es euch gefallen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Kommt auf dem Discord-Channel vorbei, dann erfahrt ihr so Side-Facts, wie zum Beispiel, dass ich den Titel, wenn ich den nicht verteidige, wenn Valenti gewinnt, dass ich dann den Universe verlassen werde. Sowas erfahrt ihr dann natürlich noch viel früher. Links dazu in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr heute das erste Mal hier gewesen seid, euch gefällt das Ganze und ihr wollt von der PlayStation 4 aus, was die einzige Möglichkeit ist, hier mitmachen, dann könnt ihr euch einen Charakter erstellen. Er muss aber den Teilnahmebedingungen entsprechen. Dazu gibt es zwei Videos auch unten in der Videobeschreibung. Schaut es euch an. Dort erfahrt ihr alles, wie euer Charakter aussehen darf, wie viele Punkte er haben darf und ja, wie ihr den richtig hochladet. Das alles auf jeden Fall unten in der Beschreibung zu finden. Da sind auch meine Social Media Accounts verlinkt. Facebook, Twitter, Instagram. Wenn ihr dort registriert seid, wäre es eine sehr, sehr coole Aktion, wenn ihr mir mal ein Like, ein Abo oder ein Follow hinterlassen könntet. Ansonsten, wenn ihr eine Xbox habt, eine PC oder eine Nintendo Switch oder wie es auch immer heißt, und ihr habt trotzdem Bock, ihr wollt wissen, wie es hier weitergeht in dem Modus, weil ihr es so spannend findet, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil der Evo Army werdet und meinen Kanal ein Abo hinterlasst. Dann bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.